In 100 Stunden haben wir dann 200 Doppelkisten. Ich kann nur die Hälfte der Farm betreiben, von der, die ich eigentlich gebaut habe, aufgrund dessen, dass Minecraft mich in meiner Kreativität und in dem, was ich eigentlich erreichen will, einschränkt. Denn in der nächsten Folge werden sich Dinge verändern, die das gesamte Projekt verändern werden. So, meine Freunde, kleines Update für euch. Wir sind jetzt noch in der 1.17. Ich bin ein bisschen angeschlagen, wundert euch nicht. Ich habe gestern eine Impfung bekommen, Digga, für Corona und mir geht's gar nicht schlecht. Aber ist auch egal. Gar nicht schlecht, Digga, mir geht's gar nicht gut. Ist auch egal. Ihr wisst, unsere Minecraft hier, die läuft noch all in all auf der 1.17.1. Ich weiß, für euch YouTube-Normies wird dieses Video hier 10.000 Jahre später kommen. Regt euch nicht auf. Ich bin momentan noch absolut mit YouTube im Vorlauf. Das ist absolut schlecht, ich weiß. Und es tut mir auch leid, aber ich krieg's einfach anders momentan nicht geschissen. Auf jeden Fall. Gibt es jetzt in der 1.18 eine neue Weltgeneration? Ich habe mich nicht groß spoilern lassen. Natürlich musste ich mir mal die Höhlen oder so angucken, damit ich auch relativ weiß, was mich erwartet. Aber neue Blöcke, Monster, whatever, kenne ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Seht ihr hier den MCR Selector. Und in diesem Selector Tool oder in diesem Tool an sich, das ist auch unten verlinkt, kann ich auswählen, zum Beispiel Open World, und dann kann ich hier oder habe ich hier meine Welt. Hier sieht man zum Beispiel, hier ist der große Canyon, wo wir waren. Dann ist hier hinten der Amapolis, wo wir gebaut haben. Hier ist die Schalker Farm. Hier ist das mit den Köpfen, was wir gemacht haben. Also es ist auf jeden Fall alles soweit erkenntlich. Das Problem ist, was ich sehe, dass nicht alle Chunks momentan hier geladen sind. Ich probiere mich da jetzt aber einfach mal ein bisschen rum. Ihr werdet davon gleich eine Timelapse sehen. Und ich werde alle Chunks, und das kann man hier auswählen. Und zwar kann man hier auf Tools gehen und dann kann man hier auf Filter Chunks gehen. Und dann kann ich zum Beispiel hier Enable Time machen. Da gibt es auch noch andere Sachen. Das gucke ich mir, wie gesagt, alles gleich mal in Ruhe an. Und dann kann ich hier zum Beispiel jetzt so 15 Minuten auswählen. Und das bedeutet im Prinzip, dass ich 15 Minuten in der Welt oder in diesem Chunk gewesen sein muss, damit im Prinzip diese Chunks jetzt nicht ausgewählt werden, sondern alles andere. Bedeutet, Bauwerke etc. werden nicht gelöscht, nur wirklich Chunks werden gelöscht, wo ich halt mal durchgeflogen bin, whatever. So, jetzt gehe ich hier mal auf OK und wir gucken mal, was hier jetzt gleich passiert. Jetzt geht ihr alle Dateifiles durch, sucht sich alles raus und ich sage euch mal Bescheid, wenn es fertig geladen hat, weil es ist ja doch eine ganze Menge. Da fängt sogar mein PC jetzt an, ein bisschen Faxen zu machen. Aber wir werden einfach dann alle Chunks löschen, dass wir halt wirklich auch neben dem Ember Palace direkt hier neue Chunk-Generationen der neuen 1.18 haben und das alles funktioniert. Die 1.18 updatet ja so, dass im Prinzip unter den Chunks, unter dem Bedrock dann die neue Welt entsteht und bei mir wird es halt so sein, dass die Welt weit entsteht, wo ich halt nicht länger in den Chunks war. Naja, ich gucke mir das Ganze mal an und wenn ich dann finally fertig bin mit allem, sage ich euch Bescheid und wir gucken mal weiter, wie das Ganze dann aussieht und vor allem werden wir das Ganze auch heute in-game testen. Ich werde mir noch nichts wirklich von den Mobs oder von der Weltgeneration versuchen anzugucken, weil ich das eigentlich im Stream machen will, sondern ich will wirklich nur gucken, ob die Sachen da sind, wie sie da sind, oder ich mache das dann im Stream. Mal gucken. Ich habe dann dieses Programm geused und habe alle Chunks gelöscht, in denen keine Bauwerke waren, sodass ich im Prinzip eine komplett neue Weltgeneration habe und meine Bauwerke, Farmen etc. trotzdem auf der alten Welt bleiben. Das habe ich mir dann angeguckt und ausgetestet und das seht ihr jetzt. Bevor ich es vergesse, was noch wichtig ist, ist wie bei den Chunks, die wir jetzt nicht gelöscht haben, der Untergrund aussieht. Wir haben ja hier die Farming Area. Die kennt ihr alle, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen, ne, das heftige Ding. Und theoretisch, wenn ich mich jetzt hier unter Höhe 0 baue, dort, wo immer Höhe 0 war, immer Höhe 0, wo ich nicht tiefer gehen konnte, obwohl ich es wollte, weil halt Höhe 0 im Weg war, müssten wir jetzt tiefer kommen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Baby. Oh mein Gott, Baby. Oh mein Gott. Ja, 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 ich guck nicht weiter. Ich lasse mich nicht spoilern. Ich lasse mich nicht spoilern. Oh mein Gott, Digga, ich bin so hyped auf diese Version. Das ist das krasseste Update, was in Minecraft jemals rausgekommen ist. Holy shit, fick mein Poloch. Ach du Scheiße, okay, wir gehen jetzt in die nächste, also in die zweite Dingswelt. Ja, let's go. Dann checken wir jetzt mal alle Portale ab. Von Blumenfarm, über Raid Farm, über End, über Nether, alles. Yes, sehr gut. Die ist auch voll da. Alles drinne. Die müsste auch vollständig da sein. Ja, perfekt. End muss auch geladen werden, auch wichtig. Ja, let's go. Und dann gucken wir mal bei Amapolis. Aber hier dürfte sich nichts verändert haben, groß. Theoretisch. Also hier habe ich nicht Hand angelegt. Let's go. Amapolis ist auch perfekt da. Alles super. Ich habe gemacht, dass der See hier bleibt und alle Biome drumherum selected sind zum Löschen.
Also zum Updaten in die 1.18 und das hier sollte noch bleiben, genau. Ja, ja, Digga, oh mein Gott. Warum funktioniert das so gut? Warum funktioniert das so gut? Kannst du mir das erklären? Wie kann das, Digga, wie kann das sein? Das macht keinen Sinn. Warum funktioniert das so gut? Es macht keinen Sinn. Wie kann das sein, dass das so gut funktioniert, Digga? Ey, Digga, es hat auch Bombe funktioniert. Willst du mich verarschen? Warum? Let's go. Statuen sind auch da. Vollständig. Warum hat das so super gut funktioniert? Ich fass es nicht. Das macht gar keinen Sinn, dass es so gut funktioniert hat. Weird Talk nicht. Also, wie es aussieht. Wir können die Welt jetzt löschen. Das war ja nur die Testfeld, um wirklich zu gucken, ob alles ist. Zack, die kann gelöscht werden. Ah, warte, nicht, dass ich falsch lösche. Ja, genau, die kann gelöscht werden. Zack. Und dann ist das jetzt die finally 1.18 Welt. Ich habe gerade alles gecheckt. Wirklich alles. Es gibt keine weiteren Probleme. Wir haben jedes Bauwerk vollständig auf dieser Welt. Jedes Bauwerk ist vollständig da. Und was noch viel, viel geiler ist, die Biomübergänge sind so bombastisch wild. Es gibt außer zwei Fehler, und zwar, dass einmal bei einem Biomübergang so eine straight-up 90-Grad-Wand nach oben geht, aber das ist nicht schlimm. Und ein Fehler, dass ich hatte eigentlich immer einen Outpost, worüber ich dann zur Wait Farm gegangen bin und dann im Prinzip mir da mal den Effekt geholt habe. Der ist jetzt nicht mehr da, das ist schade, aber scheiß auf den Outpost, ich mache mir jetzt nicht die Arbeit und nochmal alles neu rendern. Ich habe mir das jetzt finally angeguckt, es funktioniert alles und ich kann ja hier mal ein kleines Sneak Peek geben. Wir werden das alles erst im Stream angucken und das hier ist alles neu, Bruder. Direkt bei unserer Main Area, wenn du so willst, sind hier drum die Chunks gelöscht und ihr seht es, Digga. Es ist, ja, es wird unfassbar. Falls mir jetzt noch Fehler im Stream auftauchen, werde ich die natürlich probieren zu fixen, aber es dürfte eigentlich kein Bauwerk und nichts Wichtiges fehlen, also wirklich nicht. Und falls uns das auffällt, seid ihr die Ersten, die davon Bescheid wissen. Nur, eigentlich bin ich ein Mensch, ich will das Alte beim Alten belassen und auch das Alte saven. Ich habe wirklich alles nachgeguckt, also wirklich versucht, alles und jeden Punkt nachzugucken, den wir irgendwie mal bebaut haben. Und es ist alles vorhanden. Es ist alles soweit da vorhanden am Start. Es müsste super funktionieren und das trotz dessen, dass ich nur, keine Ahnung, 200-300 Blöcke fliegen muss und dann schon die 1.18 Chunks vor mir habe mit der 1.18 Welt Generation. Ich werde mich jetzt noch ranmachen, mir noch Mods installieren, die Performance verbessern, dann noch die Replay-Mod, damit ihr die Replays weiterbekommt etc. Werde gucken, wie das miteinander fungiert oder wie das funktioniert und dann sage ich euch Bescheid, wie es dann weiter aussieht, aber das seht ihr im Stream. Wir sehen uns dann im Stream gleich wieder. Bis dahin. Nicht wundern, ich rede sehr, sehr nasal heute. Ich bin unfassbar hyped, Digga. Ich will gar nicht zu viel sagen oder euch zu krass jetzt, zu krass hypen oder whatever. Und ich weiß, wir sind heute auch weniger, weil heute halt Weihnachtsabend ist. Aber das gesamte Let's Play, Grund auf, die gesamte Welt, das gesamte Ingame-Erlebnis, die Let's Play-Welt hat sich, ja, ich würde sagen, Grund auf verändert. Grund auf. Die YouTube-Zuschauer haben schon vor euch gesehen, da ist schon was im Hintergrund passiert. Und hier heute will ich euch sehr viel zeigen und sehr viel erklären. Digga, ich bin so unfassbar hyped, ich kann das gar nicht selber beschreiben. Weil das, was wir hier jetzt haben, okay, dieses Minecraft, was eigentlich so Standard aussieht, Digi, das ist alles andere. Alles andere als Standard, okay. Ich habe mich rangemacht, ich habe meine Welt auf die 1.18.1 geupdatet. Alles offscreen. Ich habe gesagt, die 1.18.1 hat Möglichkeiten. Die Welt Generation macht alles anders, okay? Von Höhe minus 64 bis Höhe, ich glaube, 310 oder so geht das Ganze jetzt. Und ich habe von Anfang an gesagt, das wird mit Abstand das krasseste Update, was Minecraft jemals rausbringen konnte. Weil die Bauhöhe für Bilder zumindest, das ist, was wirklich jeden einschränkt. Und was so viel Möglichkeiten mehr gibt, Digga, ich kann das gar nicht beschreiben. Für die 1.18 braucht man ja dann neue Mods. Optifine hätte man natürlich standardmäßig weiter benutzen können, wenn man ein Vollidiot ist, wie ich es immer war, weil ich gar nicht wusste, dass sowas möglich ist in Minecraft und dass es solche Mods gibt. Ich weiß, viele von euch verstehen wahrscheinlich unter Mods jetzt so sowas wie, yo, Digga, Mods, da kannst du nicht mehr Vanilla spielen und es ist ja da nicht mehr Vanilla. Ich spiele mit keinen Mods, die das Game erweitern. Ich spiele mit keinen Mods, die mir irgendwelche extra cheat-mäßigen Features geben, whatever. Sondern wir spielen Vanilla, aber mit Graphic-Mods, die das Spiel unfassbar verbessern. Die im Prinzip nichts anderes machen, außer mehr Leistung zu geben und uns die Features in noch besser zu geben, als Optifine es jemals könnte. Ich habe mir das Ganze jetzt mal angeguckt und ihr seht, es gibt keine wesentlichen Veränderungen. Es ist alles
genau das gleiche wie immer, Digga. Es gibt nichts, was wesentlich verändert wird. Wir haben den Zoom, wie bei Optifine, genau das gleiche. Wir haben unser Optifine Cape. Wir haben auch den mit der Elytra noch die Funktion, was wir eingebaut hatten, dass das Cape bleibt. Das Einzige, was fehlt, was der Nachteil ist, ist der Custom Sky. Da haben wir noch keine Lösung, suchen wir aber noch, dass der Custom Sky weiterhin stattfinden kann, weil ich diesen blauen Himmel echt langweilig finde. Ich hatte ja jetzt immer einen Custom Sky. Den wird es in Zukunft nicht geben, aber scheiß mal auf den Custom Sky, okay? Ich habe jetzt hier 20 Chunks geladen. Und ich drücke jetzt mal F3 und ihr könnt euch mal meinen FPS angucken. Ich habe bei 20 geladenen Chunks, ja, zwischen 2 und 400 FPS in-game. Es ist so krank, Digga. Mit Optifine hatte ich als kleinen Vergleich hier so um die 100 FPS mit Glück bei 20 geladenen Chunks. Wahrscheinlich sogar weniger als 100, wenn nicht sogar schon weniger als 60. Es ist unfassbar krank. Und jetzt zeige ich euch noch was. Bei mir hat sich das Overlay ein bisschen verändert durch die Mods, was die Grafikeinstellungen angeht. Die sehen jetzt so aus. Das ist aber grundauf, das könnt ihr checken, Digga. Das ist genau das gleiche wie im normalen Minecraft-Launcher. Und Shader-Packs. Ich mache jetzt einfach mal, wir können einfach mal den Zeus-Shader reinmachen. Und dann zeige ich euch mal, wie es damit aussieht, Digga. Ich habe jetzt hier 20 Chunks geladen und ihr seht, Digga, es juckt mich nicht. Es juckt mich nicht. Ich habe über 100 FPS mit Zeus-Shader in 20 geladenen Chunks. Wir gehen jetzt mal damit, also ich mache den Shader jetzt mal raus und dann gehen wir mal auf die Welt und da wird es so viele krasse Überraschungen geben. Für die YouTube-Zuschauer, wir sind noch an Weihnachten, deswegen sehen die Kisten so aus. Bitte flamet mich nicht in den Kommentaren dafür, dass die Uploads 30 Jahre später kommen. Ich weiß das und ich versuche mich zu bessern und das irgendwie aufzuholen, aber es ist echt schwierig momentan. Es ist wunderschön, das anzusehen, wie flüssig ich hier langfliegen kann. Das war vorher nicht so. Also ich weiß nicht, wie ihr euch da erinnert, aber ich weiß, dass ich hier immer lang geflogen bin, Digga. Und es mega geruckelt hat und ich mega laggy unterwegs war. Und es funktioniert alles. Wir haben weiterhin das Smooth Glass. Es ist alles vorhanden. Wir haben immer noch das Schild, ne, das HD-Auflösung hat. Es ist alles wie mit Optifine, nur 1000-mal besser. Kommen wir jetzt mal dazu, dass diese Welt jetzt auf der 1.18 ist. Und ihr seht jetzt hier, wo ich stehe, keine großen Unterschiede in der Welt, weil wir natürlich in geladenen, bebauten Chunks stehen. Dort, wo ich was gebaut habe, die wurden nicht gelöscht und da wird auch nichts neu generiert. Ich nehme jetzt mal Stuff zusammen, wir machen mal unser Inventar leer und holen uns mal Erkundungszeug. Und wenn ich Erkundungszeug habe, Digga, zeige ich euch gleich mal da hinten, wie das da hinten aussieht. Weil das da hinten, Digga, es ist so krank, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wenn man die Welt vorher kannte und die auch öfter gesehen hat, wie die vorher aussieht, dann wird das da hinten, was dort hinten auf uns wartet und was in der Richtung auf uns wartet, unbeschreiblich sein. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich über dieses Update bin. Ich habe vor anderthalb Jahren in einem YouTube-Video schon erzählt, dass diese Bauhöhe das Schlimmste in Minecraft ist und dass das Beste, was passieren kann, ein Update der Bauhöhe ist, Digga. Real Talk. Und oh mein Gott, ich kann einfach, Junge, wir können hier einfach 60 Blöcke tiefer graben. 60 Blöcke weiter in den Boden. Und vor allem die ganzen Möglichkeiten, Chat, checkt ihr das? Checkt ihr allein die Möglichkeiten für Untergrundbases? Die Vergrößerung für Untergrundbases, die du bauen kannst aufgrund dieser 1.18? Was für riesige Untergrundkonstruktion du erschaffen kannst? Aufgrund dessen, dass du 60 Blöcke mehr nach unten Platz hast? Es ist so geil, es ist so geil. Und just saying, wir sind jetzt hier in dem Farming Area und ich habe 90 bis 200 FPS, würde ich sagen. Ich hatte vorher auch immer Lags, wenn ich hier alles geladen habe. Es ist so unnormal. Ich fliege jetzt einfach mal in diese Richtung und ihr werdet, ja, es ist halt eine komplett neue Welt. Es ist eine komplett neue Welt, Digga. Ich kann gar nicht meine Gefühle in Worte fassen, wie heftig ich das finde. Guckt euch das bitte mal an. Guckt euch das bitte mal an, Junge. Hier waren vorher Amplified Berge überall. Alles nicht mehr da. Alles ersetzt mit 1.18 Generation. Alles. Machst du irgendwas Besonderes heute? Naja, wir gucken uns heute die komplette 1.18 an. Und ich denke mal, danach bauen wir weiter. Genau, ab hier geht's los, Digga. Das sieht man halt. Das sind halt die Sachen. Digga, das kann ich nicht vermeiden. Was soll ich machen? Sowas wie hier, das sieht man halt dann krass, ne?